Ja, servus Leute, hier ist der Shinto und wir machen ja gerade die kleinen Interviews mit den Künstlern und ich stehe jetzt im Stand von Yonko. Und Yonko, mal ein bisschen zur Anfahrt, wie war die Con bisher? Irgendwas Lustiges erlebt, irgendwelche guten Cosplays gesehen? Also es gab sehr viele gute Cosplays. Ja, Anfahrt war eine recht holprige Angelegenheit, weil wir erstmal ja, jemanden hatten, der uns fahren wollte und dann auf einmal doch nicht mehr und dann mussten wir irgendwie den Weg finden. Aber sonst war das eine sehr gute Erfahrung und ja, ich bin froh, dass es doch noch geklappt hat. Welche Serien waren bedeutend in deiner Kindheit? Hat dich irgendwas davon geprägt oder inspiriert? Also definitiv von meiner Kindheit habe ich noch One Piece in Erinnerung und ja, sonst gibt es nicht so viele Serien, da ich damals noch nicht Anime-Manga gezeichnet habe, sondern eher so Maskottchen, Tiere. Und dann hat es erst in der Highschool damit angefangen, dass ich dann im Anime-Stil gezeichnet habe. Und wie lange hast du gebraucht, um deinen Stil zu entwickeln, wie er heute ist, also dieses Level? Ich habe dafür so ungefähr 2 Jahre gebraucht, aber ich bin immer noch am Lernen. Und ja, der Stil, der kann sich ja wieder ändern. Und also dafür habe ich schon lange gebraucht. Und ich bin noch dabei, weitere Techniken kennenzulernen. Wenn du auf deine Zeichnerkarriere zurückblickst, die Zeit, wie lang zeichnest du jetzt eigentlich schon? Schon seit 5-6 Jahren, aber ich hatte zwischendurch eine Pause, weil ich dann wegen Schule und so weiter keine Zeit hatte. Und deswegen sagen wir mal so, seit drei Jahren zeichne ich ernsthaft. Mhm. Und davor war das eher halbherzig. Und in der Zeit, also sagen wir mal die 3-4 Jahre mit kleineren Pausen, würdest du deinem vergangenen Ich heute Tipps geben, also bestimmte Sachen, nein, mach das nicht so oder mach das anders? Ja, definitiv. Also ich würde meinem früheren Ich sagen, du hättest das anders machen sollen. Die Zeit hättest du besser nutzen können, weil ich damals mehr Zeit hatte als heute. Ja. Was hörst du für Musik, wenn du zeichnest? Eher dynamische Sachen, also Beispiel Metal, oder ist eher, dass du sagst, okay, ich brauche was Ruhigeres, klassische Musik, also das ist jetzt Extrembeispiel, oder halt wirklich so Liquid? Also das Beispiel klassische Musik trifft schon zu, höre ich sehr gerne, okay. Aber im Grunde höre ich alles Mögliche, kommt auf die Stimmung an. Also wenn das Konzept traurig sein sollte, höre ich traurige Musik. Da bin ich schon offen für jede Musikrichtung. Eine persönliche Frage, deine Top 5 Anime-Manga, also was dir persönlich wirklich, wo dir davor jammern, super, gefällt mir. Ja, das ist schon schwer, sich welche rauszusuchen, aber am liebsten habe ich Gintama und One Punch Man, also so Gag-Anime, die habe ich am allerliebsten. Bei Gintama haben sie ja da letztens angekündigt, dass sie bald den Manga zu Ende bringen wollen. Mal. Ja, bin schon am Lesen. Also folglich gehe ich mal davon aus, auch zu der Frage, in welchem Universum würdest du am liebsten leben? Wahrscheinlich auch One Piece und Gintama, oder? Ja, aber auch jetzt jenseits von Anime und Manga würde ich auch gerne in japanischen Rollenspielwelten leben. Also Aha. Ich finde die auch sehr interessant. Da müssen jetzt nicht unbedingt sein. Also gerade so, sagen wir mal, das Beispiel schlechthin, Final Fantasy und sowas. Ja, genau. Okay. Was würde ich daran reizen? Gerade die Thematik mit dem ganzen Mittelalter-Setting und genau dem Mystischen, das. Oder? Ja, das hat irgendwas Magisches an sich und dann die Landschaften, auch die Jobs, das finde ich sehr interessant. Noch zur letzten Frage, wie viele Mal ist denn das jetzt auf der Dokumi und hast du jetzt bei der Dokumi oder auch schon in der Vergangenheit Sachen mitnehmen können, wo du sagst, okay, das war wirklich lehrreich für die Karriere, also zum Weiterbilden oder Ausbessern? Ja, das ist das zweite Mal für mich auf der Dokumi. Ich war zuletzt vor 2 Jahren. Also auch wenn sich 2 Jahre jetzt nicht so lang anhören, hat sich viel verändert. Die Zeichnerallee wurde ja erweitert. Ja. Und ja, ich war sonst schon auf kleineren Cons. Die Hanami war ich ja mal. Ja, was ich mitnehmen konnte, ist ja all die verschiedenen Interessen, die Leute haben. Und da weiß ich nun, dass ich am Ball dranbleiben muss und mehr Verschiedenes probieren soll. Dann wäre es von meiner Seite noch. Hast du noch irgendwelche Tipps oder kleine Hilfen für Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt angefixt vom Zeichnen, ich will jetzt mehr, vorwiegend dein Stil gefällt mir und ich will jetzt in die Richtung zeichnen? Ja, also jeder kann sich verbessern und auch jeder kann zeichnen. Deswegen rate ich dann nicht aufzugeben und dann durch Observation kann man auch lernen und sich stetig verbessern. Gut Leute, dann war's das mit dem Interview mit Yonko. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was